Mann, ich sitze neben dir, du musst mir so ins Ohr schreien. Ja, wirklich ins Gesicht gelogen im Sinne von so. Eigentlich nicht. Claudia hört es schon. Ja, also zumindest bei mir. Oh, woher weißt du das? Warte, eine Fremde, okay. Die will mir sagen, oder? Weil eigentlich hat doch jeder bestimmt mal. Was? Und ich muss sagen, gut so, weil wenn wir nicht auf dieser Party gewesen wären, dann würde Tom heute wahrscheinlich nicht mit uns arbeiten. Ja. Yeah, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Challenge mit Claudio, Katja. Könnt ihr damit mal bitte aufhören? Hey, Danja und, also wenn die jetzt so einen Move haben, dann brauchen wir aber auch einen Move. Yeah. Komm, jetzt werde ich langsam so ein bisschen. Ja, ne? Und welchen? Ich bitte auch einen, den ich auch kann. Aber den beim Shot mal. Ja, der. Ja, genau, der ist gut. So, unser ist definitiv cooler. Ja, ja. Leute, Katja ist wieder da und auch Claudio. Hallo. Es geht weiter mit den Challenges und zwar heute die Challenge. Ja, hast du jemals, also habe ich oder habe ich noch nie, werden wir heute ein paar Fragen beantworten. Und zwar haben wir hier wieder das Glas der Wahrheit. Und da stehen hoffentlich wieder nicht so peinliche Sachen. Ich gehe davon aus, dass es wieder ausartet in einer Art Among Us-Diskussion heute bei uns. Mhm. Hab ich! Oh Mann, ich sitze neben dir, du musst mir so ins Ohr schreien. Sag ich! Okay, mach. Also, du mein Trommelfell ist gerade ein. Ja, du, wie konnte ich übertreiben? Also, dieses, und dann immer dieses so. Ich hoffe, das wurde gerade nicht runtergeregelt, damit alle wissen, wie heftig das gerade einfach war. Weißt du, das erste Mal, als ich filmen musste, als wir uns halt noch damals, so vor 5 Jahren oder so, ich musste filmen und ich habe das erste Mal Kahn und so diesen lauten Schock und so. Ich war wirklich so, entweder musste ich filmen oder ich musste halt irgendwie dabei sein, aber ich glaube, ich musste dabei sein und du hast mich irgendwie so richtig angeschrieben. Ich bin so, ich habe vergessen, was ich sagen sollte. Was? Okay, ja, aber hallo, angeschrieben im Video. Ja, im Video. Ja, also bevor die Leute jetzt denken, ich bin hier so voll. Ich bin so nervig wie Danja hinter der Kamera. Nee, du warst aber nicht angeschrien, nicht so gemein, sondern angeschrien so. Laut. Oh, okay. Ja, Claudio, ich habe noch nie ein Geschenk weiterverkauft. Was? Ich habe noch nie ein Geschenk weiterverkauft. Was? Ich habe noch nie ein Geschenk weiterverkauft. Was? Okay, habt ihr was? Ja. Warum? Welches meiner Geschenke hast du weiterverkauft? Ich muss das erklären. Tatsächlich ist es ist kein Geschenk, was ich weitergegeben habe. Du hast hier noch Pizza. Echt? Also du hast auf der anderen Seite noch so Pizza vielleicht. Ich habe extra weggebracht vorhin. Ja, also es war kein Geschenk von mir, sondern es war eigentlich ein Geschenk an meine Tochter. Pizza-Soße. Die Soße, ne? Ja, ist diese Soße. Nein. Ich muss bei mir auch gucken. Kann ich jetzt mal bitte meine Geschichte? Ja, bitte. Wie lange du brauchst, um diese Pizza-Soße? Sag es! Komm, ja, ist weg! Karl, bitte auf! Du hast keine Pizza-Soße. Ja, sehr gut. Aber du hast dafür einen Bart. Also, es war kein Geschenk von mir, sondern es war ein Geschenk für meine Tochter. Ja, aber sie hat damit nicht gespielt. Also, und wir wussten auch, sie wird damit nicht spielen. Und dann haben wir es weitergeschenkt. Und ich glaube mal, dass Eltern... Moment, verkaufen! Verkauf! Ach so, Entschuldigung! Ja, weiterverschenkt habe ich auch schon was, aber nicht weiter. Ach, Entschuldigung, nein, habe ich noch nicht. Damit ja, was hast du, welches hast du denn? Ich habe ein Geschenk jemandem geschenkt, die Person hat es mir zurückgegeben, dann habe ich es verkauft. Die Person wollte es anscheinend nicht. Es war von dir? Ja, von mir. Boah, Katja, so voll hier so, ja, wir kennen den Grund. So voll so eine auf Schlicht und so, ja. Ja, kannst du also, dich ein bisschen in Ruhe lassen? Jetzt war! Komm, sie möchte den Mittelpunkt wieder schaffen. Sag es! Ich möchte jetzt nicht mehr sagen, Mann. Aber du hast es ja noch gar nicht gemacht. Ja, ja, ich habe es nicht gemacht, deswegen, weil das ist. Ich habe zum Beispiel so richtig. Nein. Na, alles gut, hier in der Mittelpunkt. Alles. Ist egal. Katja, dann zieh eine Karte. Ja, warum sind die so gemein? Aber hattet ihr mal schon ein Geschenk, wo ihr gedacht habt, ich hätte das gerne weiterverkauft? Nein. Ich verkaufe halt nie ein Geschenk. Also ich verkaufe eigentlich nie was. Ich glaube, der Aufwand wäre zu. Ja, das ist irgendwie viel zu lange. So dauert das einfach alles, ne? So, hast du jemals eine Person hier im Raum angelogen? Aber hey, warte, aber nicht im Rahmen einer Challenge. Genau, was ist nicht im Rahmen einer Challenge? Wirklich als privater Claudio-Scammer. Ja, also privat geklaut. Aber warte mal, etwas verheimlicht oder angelogen? Ja, verheimlicht hast du. Beides, kann beides sein. Verheimlicht ist ja auch angelogen so ein bisschen. Keine Ahnung, aber also mir fällt gerade kein direktes Beispiel, aber safe. Ja, also ich habe es auch schon safe gemacht, aber zumindestens
überhaupt nicht, was jetzt sehr schwerwiegend ist, nee, oder irgendwie sowas. Ich glaube tatsächlich. Warum lügst du jetzt? Du lügst. Man merkt, dass du lügst. Ja. Du lügst schon. Du hast also uns bestimmt schon. Hat sie wahrscheinlich nie angelogen, weil wann hast du das letzte Mal mit Katja geschrieben? Stopp. Wie lange ist das her? Warte. Ich glaube schon, aber wahrscheinlich gar nicht extra, wenn ich daran denke, wo du früher zum Beispiel am Schneiden warst, ja, und ich dich irgendwas gefragt habe. Dann wirst du mir ja bestimmt nicht immer die hundertprozentige Wahrheit gesagt haben, oder? Ja, vielleicht war ich dann ganz fest so, wann kommt das Video? Und ich bin so, in einer Stunde. Und dann bin ich so, ich krieg das nicht in einer Stunde. Ja, nein, also darum geht es nicht, sondern wirklich ja, dieses so, ja, wirklich ins Gesicht gelogen im Sinne von so. Eigentlich nicht. Claudia hat es schon. Ja, also zumindest ist bei mir, ich weiß nicht, wie bei anderen. Oha, woher weißt du das? Hä? Bei was hast du sie denn angelogen? Woher weißt du das? Du darfst gerne ziehen und nicht drücken. Ich habe noch nie eine Toilette verstopft. Guck mal, da sind wir! Ich sag gerade nicht drücken und da kommt diese Frage. Und das war damit auch gemeint. Aber verstopft so im Sinne von so, womit? Egal. Warte, eine fremde Toilette, okay, würde mir sagen, oder? Aber eigene hat doch jeder bestimmt mal. Was? Ich hab auch schon eine Toilette. Du auch, Junge, tu mal nicht so. Normal! Komm, du hast sowas voll eine Toilette verstopft. Hier, das beantworte ich nicht. Nein, dieser Blick, aber so hat es doch auch jeder gemacht, oder nicht? Ach komm, das ist das Normalste auf der Welt. Ja, guck doch, 1, 2, 3, normal. Zu sagen, Mama, ich hab wieder die Toilette verstopft. Ja. Was? Mama, du? Aber einmal im Leben, klar. Nein, ich hab doch... Warte, wie veräppeln? Ich verstopp doch keine Toilette! Also ich habe die Toilette verstopft mit Toilettenpapier. Richtig, ich auch! Mit Toilettenpapier einfach. Extrem viel Toilettenpapier und dann verstopft sich. Und dann bist du so, oh Mann. Und weißt du, was das Schlimmste war? Das war ich bei mir zu Hause, war bei jemand anderem. Weißt du, was mich das erinnert? Kennt ihr diese Szene aus Dumm und Dümmer? Nee. Welche Szene? Kennt ihr die nicht? Nein. Ich glaube, da war die nicht sich verstopft, sondern da ging die Spülung einfach nicht. Also eine Szene, ein ganz alter Film. Okay, ja. Aber nö, ich kann mich nicht dran erinnern. Normal, ich kann es mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, du brauchst mir das nicht erzählen, ich weiß das einfach. Du bist so ein Typ, der verstopft eine Toilette und du hast es einfach vergessen. Du hast es einfach verdrängt, aber sowas von hast du schon Klo verstopft. Aber Karl, Moment, das hier ist nicht normal, aber ein Bus klauen und zu Bahn. Ja, das ist normal. Ich habe doch keinen Bus geklaut. Ja, aber du würdest gerne. Aber dieser Kommentator, das killt mich. Dieser Kommentar so, hä? Hat jeder das schon mit? Ja, okay, können wir weitermachen, bitte? Was hat das so Abendroutine? Zähne putzen, Toilette verstopfen. Ja, aber das ist doch voll normal. Okay, also hast du, wie ist die Frage denn? Das ist gar keine Frage, das ist einfach nur, also noch nie auf eine Party gegangen, was? Noch nie auf eine Party gegangen? Wo du nett eingeladen bist. Das kann WhatsApp nicht. Wo du nicht eingeladen bist. Ja. Bruder, ich sag dir, wie es ist. Also du und Danja, wenn ihr in der Schule in einer Klasse wärt, ihr wärt die absoluten Erzfeinde. Ja, warum? Das kann sein. Warum? Auf welche Party? Also, ich habe mich schon mal selber auf eine Party eingeladen. Ja, aber das Ding ist, ich habe auch schon mal Katja auf eine Party eingeladen. Deswegen auf ich nicht du? Eingeladen. Ja, genau. Was? Ich Storytelling. Da war irgendwie so eine... Da hat jemand, die wollten eigentlich so abends einfach, ich glaube, Mario Party oder so spielen, zu viel. Und ich meinte so, ja, voll cool. Und dann hab ich gesagt, machen wir, ich bringe was mit. Und dann war das so Katja. Ich bringe Chips mit. Und dann war das so Katja. Und ich habe mir das so erzählt, weil ich davon ausgegangen bin, dass Katja auch eingeladen ist. Dann war sie so, oh, ich weiß nichts davon. Und ich so, ja, komm einfach auch. Ich würde ihm nichts ausmachen. Ich bin dann wieder hochgelaufen und meinte so, ja, Katja kommt dann auch, ne? Und die Person war so, ich habe keinen Platz. Es war genug Platz. Und ich muss sagen, gut so, weil wenn wir nicht auf dieser Party gewesen wären, dann würde Tom heute wahrscheinlich nicht mit uns arbeiten. Oh, krass. Oh. Boah, voll heftig. Bei diesem Event hat Tom das Klo verstopft. Genau. Und da waren wir direkt sympathisch. Mach mal, du sagst auch, warst du auch schon mal? Ja. Ja? Ja, als Jugendlicher safe. Ja, also ich nicht, nö. Ich bin noch. Ich weiß, dass, du warst immer eingeladen wahrscheinlich. Ja, war ich auch. Also du musst wissen, ich war früher ziemlich beliebt. Hast du jemals im Flugzeug geklatscht? Ich bin nur einmal Flugzeug gefahren, oder zweimal, aber ja. Gefahren, ja. Geflogen. Ja. Ich bin es gefahren.
geflogen. Echt nicht? Nee. Was? Ich wundere, warum klatscht ihr denn? Das ist ja unangenehm. Aber weißt du, wer ich bin? Ich bin immer der Erste, der anfängt zu klatschen. Ja, damit es peinlich wird. Ja, damit die Leute anfangen zu klatschen. Ich mach das immer. Ich hab das meinem Schwager gesagt. Aus dem Grund sollten wir niemals zusammen fliegen, weil dann wird es richtig peinlich für euch. Ey, du bist sowieso peinlich. Weil ich fang dann immer so an. Nein! Und es gibt immer, auf jedem Flug gibt es Leute, die das immer mitmachen. Immer. Ja, ich hab das noch nie alleine gemacht. Ja, wie bei dir. Ich bin immer Nee, ja, aber du bist auch so eine, die tut so. Kennst du so Leute am Flughafen, als würden die so jeden Tag fliegen? So eine ist dann ja so, ja, du musst zu dem gehen. Ey, aber können wir jetzt mal an der Stelle, wir haben es noch nicht erzählt. Ach so, ja, stimmt. Kurze Storytime. Wir waren ja, also ich bin ja vor 2 Wochen kurz im Urlaub geflogen für ein paar Tage mit meiner Familie. Und dann ja war auf dem Ball in London. Und wir wussten, dass wir beide wegfliegen, aber wir wussten nicht, an welchem Tag. Welche Uhrzeit und welcher Flughafen? Doch, wir wussten sogar die Uhrzeit. Ja, Uhrzeit, aber nicht welcher Flughafen. Das haben wir uns nicht erzählt. Einfach, weil wir keine Zeit dafür hatten. Und da bin ich in Hannover am Flughafen, sehe auf einmal die Story von diesem Typen hier und sehe, ey, du bist doch auch in Hannover am Flughafen. Ich rufe sie an. Ich so, Daniel, bist du in Hannover? Ich so, ja. Ich so, wir doch auch. Und dann so, ich so, ja, wir sind aber schon am Gate. Und sie so, ja, Nee, ich glaube so, an welchem Seite denn? Welcher Buchstabe? Also ja, C. Und ich so, ich bin auch ja, schon Terminal. Ich war bei Terminal C. So, und dann, als wir ins Flugzeug gestiegen sind, guck mal, die hören so einfach zu, so voll langweilig. Aber ihr kennt die Story nicht. Ich kenn die Story schon. Als wir dann ins Flugzeug steigen wollten, kam sie dann gerade durch die Passkontrolle. Ja, und dann haben wir uns am Flughafen noch gesehen. Ey, so richtig random einfach. Ja, also ich glaube, jetzt im Nachhinein, wo ich die Story höre, sie war spannender, als man sie erlebt hat. Ich muss sagen. Es war halt einfach ultra witzig, weil es einfach so komplett... Ja, also wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, aber gar nicht, dass wir sozusagen zur gleichen Uhrzeit eigentlich am Flughafen sind. Wir reden fast jeden Tag miteinander. Aber nicht über die essentiellen Sachen. So, und trotzdem bist du die Person, die nicht klatscht, weil du viel zu cool bist so. Ja. So, oh, Leute, das macht man nicht, weil normalerweise, you know, I'm such a crybaby and this is not crybaby. Gonna happen. This is gonna, ja, this das not gonna happen. Gar nicht etabliert, das Crybaby. Ja, weil... Wir brauchen einen Lauschnitt. Ja, ihr seid einfach, weil ihr seid einfach dumm. Ihr klatscht halt, weil... Ihr seid halt dumm. Nee, also ich war 11 Jahre alt, als ich das gemacht habe. Ich war zum ersten Mal im Flugzeug alle haben auf einmal irgendwie so geklatscht. Dachtest du dann, wenn du zum Beispiel nicht klatscht, dass du dann nicht aus dem Flugzeug darfst oder so? Nein, okay. Es war einfach nur so, weißt du, ich dachte mir so, ich hab gelebt. Aber ich muss kurz abschließend zu der Frage noch was sagen. Als wir jetzt bei diesem Urlaub in Istanbul gelandet sind, das war... gefühlt, seitdem ich mich erinnern kann, die beste Landung, die ich jemals erlebt habe. Und da haben Leute wirklich geklatscht und so gesagt, ey, wuhu! Das war aber es war wirklich eine Landung, wo ich sage, okay, da hätte ich auch applaudieren können, weil der ist wirklich butterweich gelandet. Du hast nichts gemerkt. Ja, aber in der Business Class landet sich halt auch besser. Ne? Ja, aber da bin ich nicht Business Class geflogen. So, weiter geht's. Aber wir haben auch wieder. Erzähl nicht so. Was hast du gesagt, wo du sitzt? Ich hab gerade ganz vorne. Ja, aber das war jetzt nicht, das war auch nur... Ja, halt es war keine First Class, aber es war Business Class. Diesmal nicht. Gar nicht? Nein. Bei Echo? Ich habe noch nie meinen Namen gegoogelt. Hast du deinen Namen gegoogelt? Haben wir alle? Ja. Das Problem ist jetzt, die Leute werden jetzt versuchen, unseren richtigen Namen rauszufinden. Ja, meiner ist überall. Und es gibt schon, ja, bei mir auch. Nee, bei mir halt gar nichts. Bei mir halt, ich glaube, man konnte nur einmal ein Bild von mir sehen, in einer Zeitung aus meiner Schule. Und da war ich so, nicht dein Ernst, ich wusste nicht mal, dass es irgendwie veröffentlicht wurde. Und, aber jetzt mittlerweile wurde es auch gelöscht und jetzt sieht man nichts bei meinem richtigen Namen. Ja, man merkt schon, wie nervös Katja gerade wird. So, nö, das gibt's nicht mehr. Also schon öfters. Ja, ich auch. Ja, ich auch öfter sogar. Also ab und zu, bei mir ist das so Routine, ab und zu muss ich meinen Namen einfach googeln, um zu gucken, was gibt's für neue Artikel. Ja, gibt's immer so. Aber ich muss sagen, seit Jahren gibt's da nichts mehr Neues. Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube, der letzte Artikel war auch... So Transfer oder so, ne? Ja, fußballbezogen halt. Okay. Also bei mir sowieso nur Fußball, sonst, was soll da sonst sein? Also bei mir, ich habe irgendwie so richtig gut mich abgesichert, irgendwie schon seitdem ich klein war. Ich habe nie meinen richtigen Namen angegeben, irgendwo, auf irgendeiner Seite und so. Das ist gut. Habe ich das nie gemacht. Jetzt die Frage, wir kennen dich unter Katja. Stimmt. Aber bist du das überhaupt? Oder bist du Juliette? Juliette! Du ihr Neuer. So! Junge! Bist du dumm? Oh, ihr müsst doch die Witze mitmachen. Aber das ist schon was? Das ist schon 13 Jahre her, hallo Kahn. Welches? Manuel Neuer. Ach so, ja. Ja, aber... Ach so, aber eure Moves sind ja voll neu, die ihr immer hier durchzieht. Du musst jetzt auch
Okay, gut. Danja. Danja. Hast du jemals mit anderem Namen vorgestellt? Du lachst also, Claudio auf! Hast du dich jemals... Du lachst Claudio? Ja, entspann dich! Ich hab die Frage gemacht, hast du jemals und das aus dem Grund? Hast du dich jemals mit anderem Namen vorgestellt? Aber so auf Real Talk so. Real Talk, jetzt nicht ja. Halt so Künstlername YouTube oder so. Ja. Sondern so aus Witz. Was war das bei dir, Daniel? Daniel? Nicht? Hast du die alle? Ja, klar. Echt? Du hast gerade in der Frage davor hast du es zugegeben, dass du überall gar nicht dein Gesicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, aber nee mein Name, den ich, also Katja, ist immer noch ein Teil von meinem Namen und so. Das ist nur ein Kurzname und so ein Kosename für mich. Stimmt, du heißt ja eigentlich Manuel. Steven. Ja. Manuela. Genau. Manuela, okay. Ja. Nein, was war das bei dir? Ich dachte Daniel. Daniel? Nein, wie kommst du auf Daniel? Wer ist Daniel? Doch, ich glaube, du hast mir mal erzählt, du hast dich irgendwo mal als Daniel vorgestellt. Ich bin mir irgendein Name mit D, irgendein Männername mit D. Gibt es noch andere Männernamen mit D? Dagobert. Ja, gibt es, ja, natürlich. Kann es sein, dass du das vielleicht von einer Challenge oder von so einem RP? Nein, das hast du mir privat erzählt. Daniel. Also ich kann mich tausend. Also ja, ich habe mich schon mal mit anderen Namen vorgestellt, aber das war immer so ein Witz. Wir haben damals immer so versucht, so spanische Namen mal zu nehmen. Ey, yo! Ja, aber Daniel? Mm-mm. Wie hieß du? Ich habe mich mit mehreren Namen vorgestellt. Ja, also, ja, schon so aus Witz. So. Ja, genau. Hat man das schon gemacht? So Leute, die man halt auf einer Party vielleicht kennengelernt hat. Kennt ihr das, wenn man so, was ich früher oft gemacht habe? Sag dir ehrlich, du erzählst die am wenigsten relatable Stories von uns allen. Na doch, ich bin schon. Ja, erzähl. Ja, aber wir sind in anderen Kreisen aufgewachsen. In dem Kreis, wo du aufgewachsen bist. Sorry, ich habe auf einem Bauernhof kein Theaterstück gespielt. Ja. Was soll ich da relatable, was soll ich da für Stories erzählen? Junge, jetzt erzähl mir, was du sagen wolltest. Also, sorry. Sag, ja, was du also, was wir früher oft mit Freunden gemacht haben, war so auf Partys Lebensgeschichten erzählen, die null Wahrheit entsprechen. Das heißt zum Beispiel, dass mein Vater Professor einer Uni in den USA ist und dass ich eigentlich nur für ein paar Jahre hier bin. Hier mit rein. Ey, das war mein Lebensinhalt, so Storys zu erfinden von so Geschichten, die ich gerne erlebt hätte. Ich war mal der Austauschschüler aus Amerika. So, oder ich habe auch erzählt, dass ich eigentlich auf dem Internat bin, aber jetzt gerade sozusagen zu Hause bin für ein paar Tage. So, sowas. Ich habe die hätte das alles gekauft. Ich hätte das dann. Ja! So ja! Ja! Ich hätte dann so gesagt: Boah, ich habe voll die interessanten Leute. Ja, genau! Aber der eine ist so auf dem Internat. Ja! Der aber guck mal, du hast von vier Leuten, hast du schon drei Leute, die genau. Ich erzähle mal Storys, mit denen man überhaupt nicht relaten kann. So, bitte! Ja, so, also ich habe auch die ganze Zeit so gesagt, ich habe eine große Schwester, die hat so einen riesen Hund bei mir zu Hause und ich bin auch ein bisschen psychic, ich kann Geister spüren. So, okay. So, so. Was habe ich auch so. Und die haben was? Alle geglaubt. Ja. Weißt du was? Man hat es geglaubt, richtig. Ja. Ich hatte keinen Zweifel, wenn mir jemand sowas erzählt hat. Ich hatte auch, ich hatte zum Beispiel einen Freund, der hat erzählt, dass er am Abend auf den Video Music Awards von MTV war und morgens um 5 Uhr war der schon wieder beim Bus und hat gesagt, ich bin gerade vom Flughafen gekommen. Und was? Ich hab's geglaubt. Ja. Oh mein Gott, weißt du, das Ding ist, ich habe gerade erzählt von der großen Schwester, ich habe das mit meiner Freundin gemacht. Ich war die ganze Zeit so, ja, ich habe eine große Schwester. Dann meinte ich so, kannst du mir ein Bild von ihr zeigen? Weil ich habe auch einen großen Bruder, vielleicht können die das zusammentreffen oder so. Ich bin so, okay. Dann habe ich irgendwie so ein richtig altes Bild von meiner Tante oder so gefunden, weil so, ja, könnte nach meiner Schwester aussehen. Habe ich wirklich so. Und die war so, und hier ist mein Bild von meinem Bruder. Und erst jetzt merke ich das, war ein Bild von Tom Kaulitz aus Tokyo Hotel. Oh, du wurdest hops genommen. Ja, aber guck. Aber das, alle haben gelogen, alle haben so, gemacht. So, so. Ja. Aber Hauptsache, Daniel erzählt mir gerade, ja, mit deiner Story kann man überhaupt nicht relaten. So. Ja. Weil du bist anscheinend auf einem anderen Planeten groß geworden. Ich überlege gerade, welche Storys mir Leute so erzählt haben, wo sie mich angelogen haben. Ja, wahrscheinlich 90%. Daniel, all das ist einfach hier gerade alle auch lügen mich so an, ich bin einfach in der Truman-Show. So, ja, wirklich. Okay. Hattest du jemals einen Auftritt im Fernsehen? Warum hast du zweimal eine Frage vorgelesen? Also, was meinst du mit Auftritt? Also entweder wirklich einen Auftritt oder du warst halt mal im Fernsehen. Also bei so einem Bericht oder was anderes. Also wo man dich wirklich mal sehen konnte. Ja. Fernsehen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, du warst aber. Glaube nicht, warst du? Kann Claudia erzählen. Ich habe. Also gar nicht? Ich glaube nicht. Okay, Daniel? Bei Daniel weiß ich es auch.
Was denn? Bei so einer Serie. Dass man dich im Film gesehen hat. Ja, genau, bei so einer Serie. Ja. Keine Serie. Bei einem Film, weil in Görlitz wurden halt richtig viele Filme gedreht. Und dann war ich noch bei so einer Sendung von Kika mal. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und dann habe ich auch für den MDR damals, die haben so eine Doku gedreht dort. Und da war ich quasi als Darstellerin für Untermalung der Geschichte. Guck mal, und dann versuchen so welche Leute mir zu erzählen, dass mein Leben ja überhaupt nicht mit anderen zu vergleichen ist, weil diese Geschichten erlebt man gar nicht. Wer hat sowas erlebt? Ja, wirklich. Danke. Ja. Oh, danke schön, Gott. Danke, dass ich voll special bin. Oh, ja, bist du auch. Ja, du warst mit Yoshi. Genau, ich war mit Yoshi einmal bei Kabel 1. Abenteuer Leben war das. Die hatten da so ein Foodtruck-Festival. Geil. War auch sehr cool. Wir dürfen uns, das Witzige bei der Geschichte ist, da war ja so ein Kamerateam und eine Redakteurin immer mit dabei. Und wir durften natürlich überall umsonst essen. So, bis auf eine Sache, der wollte dann Geld haben von der Redakteurin und das Essen hat vielleicht 5 Euro gekostet oder so und der hat die 20 Euro genommen und hat kein Rückgeld mehr gegeben. No. Wir wissen auch, wie wir uns alle so von uns angeguckt haben und so, ja, wo ist das Rückgeld? Das war das. Und wo du sagst, wir waren damals mit der Grundschule auch beim WDR. Es war halt irgendeine Show für Kids. Ich weiß nicht mehr welche. Ich weiß auch nicht, ob es hier heute noch gibt, aber ja. Hast du jemals bei einer Klassenarbeit geschummelt? Ha, komm, jetzt tut man nicht so Witze. Ich schummel schon mal. Kahn! Nein, nein! Kahn! Ich hab das schon öfters in Videos gesagt. Oh, Kahn! Ich habe aber aus einem bestimmten Grund nicht geschummelt. Erzähl! Paul, um den Spicker zu schummeln. Nö, ich hatte immer Angst, erwischt zu werden. Okay. Weil ich hatte Angst, erwischt zu werden und ich hatte jetzt nicht Angst vor den Lehrer, sondern was mein Vater dazu sagen wird. Weil da hatte ich immer mies Angst davor, dass, also wenn es um Schule ging, war mein Vater schon etwas streng. Ja, ich habe geschummelt schon. Ich hab geschummelt und ich habe immer, also ich war gerade so in der Schule, so wo ich halt irgendwie seit 3 Jahren oder so in Deutschland erst war und ich konnte Deutsch, aber noch nicht so ganz stark und so, deswegen hatte ich immer so, okay. Es war okay für mich, immer so einen kleinen... so eine Hilfestellung zu bekommen. So, das war, nee, das war so ein Büchlein mit, wie heißt das noch, wenn ich vergesse? Vokabeln? Ja, Vokabeln, okay. So Wörterbuch. So, ah, okay, ja, okay. Ich hatte so ein Wörterbuch, so falls ich irgendwas nicht verstehe und so, einfach nur nachschlagen. Dieses Wörterbuch war voll mit Spickern. Ach so, okay. Und ich habe das noch 2 oder 3 Jahre benutzt und war so, ja, ich kann ja immer noch nicht verstehen, so vielleicht. Und dann war ich so, ich habe das immer die ganze Zeit so was dahin geschrieben. Und dann bin ich so, ich bin dann so, okay, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Warte, ich habe das auch geschrieben. Und dann so tue ich so, als ob ich irgendein Wort suche. Aber eigentlich ist das so, sind da so Spicker drin. Ja, okay. Also ja. Wir dachten erst, es wäre was Gutes. Und dann hat es sich entwickelt, was ganz Schlechtes. Oh, ich glaube, bei mir, ich müsste Storys eher rausrufen, wo ich nicht geschummelt habe. So oft, also wirklich, ich habe alles schon gemacht beim Schummeln. Wir haben alles. In der Klasse immer so richtig viele Spicker-Aktionen gemacht, wo wir einfach so, die haben einmal die Lösung komplett an die Tafel geschrieben. Genau. Die Lehrerin hat sich mitbekommen. Wir haben einmal so Plakate einfach in der Klasse aufgehangen mit den Lösungen. Ja, klar. Wow. Ich hatte einmal in der Klausur, also wo wir in der Klausur geschrieben haben, ich hatte einfach eine andere Arbeit bei mir. Einfach neben mir, ich habe die einfach abgeschrieben. Also seine Arbeit war vor mir. Ja, haben wir uns rumgegeben. Also ich bin gerade... Als ob du jetzt geschockt bist. Ich bin schon sehr geschockt darüber. Ja. Okay, Leute, wir haben die vorletzte Frage. Oh, nö, ja, doch. Okay, ich nehme das jetzt mal. Eine Serie an einem Tag geguckt. Hab ich. Was war so die letzte Serie, die ihr geguckt habt? Also vielleicht nicht an einem Tag, aber... Die letzte Serie, die ich geguckt habe, keine Ahnung mehr. Ich habe gerade gestern Stranger Things nochmal geguckt. Stranger Things. Boah, ich finde das echt... Also ich muss sagen, Stranger Things, sehr gute Serie. Aber ich finde, da einmal reinzukommen, finde ich übel schwierig. Ja. Also ich habe die ersten 2, 3 Folgen gesehen und ich bin einfach nicht warm geworden. Richtig auch nicht. Sie war gut, aber trotzdem, ich bin nicht warm geworden damit. Ja. Also ich glaube, es hat noch so 2, 3 Folgen gefehlt, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt gucke ich das. Okay. Ja. Also ich möchte, sagen, die Serie, die ich halt an einem Tag geguckt habe, war Squid Game. Squid Game, krass. Komplett durchgebinged, einfach alles an einem Tag. Aber die war ja auch nicht so lang, die erste Staffel. Ich habe Haus des Geldes an einem Tag durchgeguckt. Alle Staffeln? Nein, eine Mini-Staffel, 7 Folgen waren das oder was. Ach so. Ich habe die neue One Piece-Serie, die... Boah, cool. Das habe ich durchgeschallert. Ist aber schon ein bisschen her und... ja, also es war so die, wo ich eine neue Serie mal wieder geguckt habe. Sonst gucke ich meistens. Ich habe Harry Potter wieder geguckt, also man guckt 2 Abende, alle Filme einmal durchgehauen. Ja. Ja. Und wenn ihr kann? Boah, ich
Du guckst halt nichts, ne? Ja, also in letzter Zeit bin ich bei meinen Comfort-Serien wieder. Also How I Met Your Mother und so schaue ich mir die ganze Zeit an. In letzter Zeit? Ja, in letzter Zeit sind die letzten ein, zwei Jahre tatsächlich. Nee, das ist schon länger so. Wir nehmen jetzt seit fast zwei Jahren zusammen. Du hast vorher, wenn ich zu dir gekommen bin, lief How I Met Your Mother auf dem Bildschirm. Aha. Ja, aber die laufen ja immer. Ich sage, das ist meine Comfort-Serie. Ja, das hat so wie bei dir ist es, glaube ich, Friends. Friends, ja. So bei dir ist es, glaube ich, der Fernsehgarten. Ja. Ja, ich weiß, also ich glaube tatsächlich, ich glaube, das letzte, was kann auch Squid Game gewesen sein. Ja. Stimmt, ja. Ich glaube schon. Das war die letzte Serie, die mich so übelst gefesselt hat. Ja. Die muss ich jetzt durchgucken. Ja. Ich war zwar damals auch schon spät dran, aber ich habe sie damals durchgeguckt. Ja. Aber sonst. Ich gucke momentan die Beckham-Doku auf Netflix. Hab ich! Ist das die, wo er einmal da so reinkommt? Ja, ja. Eigentlich, wo sie sagt, we're from the working class. Ja, also, genau. Say it! No, no, what car? Und dann holt sie auf einmal raus, Rolls Royce. Ja, natürlich. Ich mach die letzte Frage, Mann. Ich kann auch kommen, ich wollte das aufschreiben. Sag ich! Hast du jemals versucht, zu zaubern oder Superkräfte zu entwickeln? Bitte was? Ja. Hast du jemals versucht zu zaubern oder versucht, Superkräfte zu entwickeln? Das ist so peinlich, ne? Ich kann dir nicht sagen, was. Ja, ich bin immer von so einem Hocker runtergesprungen, hab auf den Kopf. Okay, also ich glaube, ich würde mal sagen. 90% der Menschen haben schon versucht, irgendwas Außergewöhnliches zu erreichen. Also als Kind meistens. Ich weiß nicht nur als Kind, ich habe vor zwei Tagen noch versucht. Leute, wir mussten die Aufnahme gerade nochmal neu starten, weil wir haben nicht gemerkt, dass die Kamera aus war. Wir haben ein bisschen gelabert. Ja. Wir haben auch über unsere Superkräfte gesprochen. Wahrscheinlich haben wir das geschnitten. Claudio, was war das nochmal? Als Kind, Kamehameha. Ey, und ich habe auch schon gerade gesagt, bei mir genauso. Und ich habe die Story erzählt, wie ich meinem besten Freund damals erzählt habe, dass wir sagen, ich habe gesagt, ey, lass mal auf den Balkon, weil es könnte jetzt gefährlich werden. Und dann habe ich das Kamehameha gemacht, so wirklich Kamehameha. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert. Ey, was wirklich witzig gewesen, wenn er einfach gefurzt hättest da. Boah, ja. Das wäre richtig lustig gewesen. Nee, oder gerülpst, weißt du, Kamehameha. Aber ihr wart doch gar nicht dabei, ihr hättet doch gar nicht darüber lachen können. Aber du hättest es ja... Mann, ihr macht wieder diesen Moment kaputt. Ja, es war ein wunderschöner Dragon Ball Moment. Ja, ach komm, hör auf zu heulen. Aber was habt ihr denn sonst versucht? Also ich habe versucht, meistens immer so Wasser zu bändigen, also wie ein Avatar. Feuer oder noch irgendwas. Ja, ist doch cool. Und ich war besessen von der Xena-Serie damals. Und Khan meinte ja auch halt, der halt auch. Ja, ja. Aber ich glaube, so, das Ding ist, Xena hatte jetzt keine Superkräfte. Genau, sie hatte keine Superkraft, aber sie war sehr stark. Sie war sehr stark und sie war sehr so, keine Ahnung, sie fast auch geflogen hat. Ja, es war schon übertrieben. Ich hab davon erzählt, da gab es eine Crossover-Folge mit Herkules. Ja. Brutal, das ist so Sonntagsprogramm RTL früher. 15 Uhr. Habt ihr auch was gesungen die ganze Zeit? Achso, ja, wir haben über die Kinderserien-Intros gesungen. Ja, nein, das waren die welche Nights? Mystic Knights. So. Ich finde es toll, dass ich jetzt diesen Moment noch zweimal erleben kann. Ja. Wisst ihr, was im Kopf habe die ganze Zeit? Dark Wind Dark! Ja, das habe ich gesungen! Ja. Dark Wind Dark! Ich habe den Kopf die ganze Zeit. Dark Wind Dark! Es geht jetzt nicht auf meinen Kopf. Ey, das ist voll gut. Ja, ja. Ja, schon so ein bisschen. Ja. Was hast du noch mal erzählt? Ich habe eigentlich alles Mögliche gemacht. Ich habe Fliegen versucht, ich habe versucht, Gegenstände zu bewegen. Ich habe versucht, mit Tieren zu reden. Ich glaube, das war so mein stärkstes Ding, mit Tieren zu reden. Ich habe versucht, so Leute mit meinen Gedanken zu beeinflussen. Das glaube ich auch. So, die ganze Zeit, hast du mal, miau, miau. Gar nicht so, sondern du kannst mit mir sprechen. Ich verstehe dich. Ich werde es keinem erzählen, versprochen. Also, nein, pass auf, ich hatte keine Katze. Ja. Ich hatte einen Stör im Teich. Oh. Ein was? Ein Stör. Sogar wenn er mit dir sprechen könnte, er ist unter Wasser. Nein, hat mir aus der Hand gefressen. Ja. Dann habe ich versucht, wir hatten so Molche im Garten, mit denen habe ich auch versucht zu reden. Dann hatten wir mal so eine Ringelnatter im Garten, mit der habe ich versucht zu reden. So paselmundmäßig. Dann hatte ich irgendwann so ein Kaninchen, mit dem habe ich mich dann in meinen Garten gesetzt und habe so, ich verstehe dich. Wenn du jetzt redest,
Also, ich glaube, das, was. Also, ich glaube, das, was jeder von uns noch macht, also zumindest jede Person, die vielleicht ja, ein Tier zu Hause hat. Also, ich rede auch mit Sammy. Ja, ich auch. Aber ich tue auch wirklich so. Ich mache so. Und tue so. So. Ja. So, und ich nehme das auch voll ernst. Ja, aber das ist so ein. Ich glaube, das ist nochmal vor allem so ein Katzenbesitzer-Ding. Ich glaube auch. Ich glaube, Hunde machen das nicht. Doch, Leute, noch ein Training. Ich sage, René, alles gut. Ja, der war gut. Ich wollte das eigentlich auf dich schieben, aber du hast es gut gerettet. Ja. Also ich habe noch eine Crossover-Story mit der Story von mit dem Lügen und so, wo halt wir halt früher als Kinder immer gelogen haben. Ich hatte tatsächlich eine Freundin von mir, die die ganze Zeit meinte, so ich kann mit Eichhörnchen sprechen. Ja. Und sie hat die ganze Zeit immer so gemacht. Oh ja, die hat gesagt, ich mag dich. Oh ja, das sind auch so, das sind so klassische Schulhof-Pausengeschichten, so, wo man so denkt, so ja, ich kann das. Ich ja, kann ja. Aber noch eine Superkraft, die wir alle schon mal probiert haben. Ja. Ja, versuchen das Glas hier zu bewegen. Ja. Ja, Leute, also ich glaube, es war wieder eine sehr, sehr witzige Folge. Claudio, Katja, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Auf jeden Fall bei den beiden vorbei, bei Danja bitte nicht. Ja. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es im letzten Video schon einmal kurz erwähnt. Katja und Claudio versuchen hin und wieder mal dabei zu sein, wenn sie können. Sie sind ja auch beruflich tätig, das halt schaffen. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was wir sonst so machen sollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Schau mal, ich mache jetzt so, dass die Kamera jetzt ausgeht. Meine Kamera jetzt aus. Mit Gedanken.